Durch das neue Rocket League Champions Road Event gibt es die neuen goldenen Pokale. Und die neuen goldenen Pokale funktionieren wie alle anderen goldenen Drops. Aus dem Grund gibt es heute hier in diesem Video ein fettes Opening. Ich werde insgesamt 50 goldene Pokale öffnen und bin gespannt, was ich draus ziehen werde. Denn man kann wirklich alles ziehen, von ungewöhnlich bis hin zu Schwarzmarkt. Was habt ihr aus euren goldenen Pokalen gezogen? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare und ich würde sagen, wir legen los. Für die Leute, die aber immer noch nicht wissen, wie man die goldenen Pokale als Drops bekommen kann. Ihr müsst einfach 20 Online-Spiele spielen. Das Ganze könnt ihr 5-mal machen und insgesamt könnt ihr dann 5 goldene Pokale bekommen zum Öffnen. Finde es aber sehr schade, dass Rocket League das Ganze limitiert auf 5, aber dafür gibt es natürlich wie immer eine Lösung. Denn bei meiner Partnerseite Rocket League Exchange, Link ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung, könnt ihr wie immer natürlich goldene Drops kaufen und eben auch die goldenen Pokale. Ein goldener Pokal kostet 1,79 €, bedeutet also, wenn ihr 10 Stück in Warenkorb packt, ja, dann seid ihr bei 17,90 € eigentlich, aber mit Code Reapers spart ihr nochmal 3%. Wichtig ist immer auf diesen Pfeil drücken und dann zahlt ihr nur 17,37 €. Ist auch eine extrem coole Sache, also wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung und holt euch eure goldenen Pokale. Hier seht ihr, ich habe 52 Stück am Start. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir direkt rausziehen werden. Und es ist direkt ein Port-Item. Let's go, eine schöne Raketenspur, Komet. Ja, hier seht ihr auch nochmal, was man ziehen kann. Also man kann kein ungewöhnlich ziehen, das wäre natürlich auch echt krass gewesen. Aber es geht bei selten los und endet dann eben bei Schwarzmarkt. Also selten ist eigentlich wie ungewöhnlich. Also das ist eigentlich auf demselben Level. Der nächste Drop bringt uns etwas Seltenes. Ein Aufkleber, wenigstens painted. Also ich muss sagen, was extrem krass wäre, wenn wir hier heute im Black Market ziehen. Sage ich euch ganz ehrlich, weil so ein Black Market aus so einem Pokal zu ziehen, das ist schon verdammt selten. Oh mein Gott, exotisch! Let's go! Hypnotic-Räder. Ich weiß gar nicht, was die wert sind, aber ich glaube, die sind schon ein bisschen was wert. Oder schreibt es mal gerne in die Kommentare. Vielleicht liege ich auch einfach komplett falsch. Ich kenne mich ja jetzt auch nicht so gut aus mit den ganzen Rocket League-Items. Und wir ziehen wieder was Exotisches. Equalizer-Räder. Die habe ich schon des Öfteren gezogen. Naja, vielleicht kommt hier heute nochmal ein fetter Banger. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ui, ich finde den cool. Ist ein nicer Spielerbanner. Ushi. Ja. Hyro-Räder. Auch nicht schlecht. Oh mein Gott, Black Market. Oh mein Gott, let's go. Was ist das für ein geiles Black Market? Das haut mich ja richtig vom Hocker, Digga. Also ich muss wirklich sagen, ich check's nicht. Wieso kriegen wir hier direkt einfach am Start so geisteskrankes Black Market? Vor allem, das sah ja auch wirklich geil aus. So den Aufkleber finde ich auch nice, ja. Verstehe ich jetzt gar nicht, ja. Wenn ihr hier übrigens einen richtig, richtig fetten Like rausschallert, dann mache ich das Ganze mit 100 Pokalen. Und wir bekommen einfach mal den Sentinel in Pink. Auch nicht schlecht. 42 goldene Pokale noch. Black Market! Glowfry 4. Das ist doch hart. Was ziehen wir hier heute bitte? Das sind so geisteskranke Items einfach, was wir hier rausbekommen. Ich blick's gar nicht. Also so kann es auf jeden Fall gerne weitergehen. Ja, aber ja, es geht weiter mit einem sehr seltenen Item, und zwar hier diese Räder, obwohl die finde ich jetzt gar nicht mal so bad, ist in Ordnung. Und wieder etwas sehr Seltenes. Wieder back-to-back die Räder, ey, back-to-back, wie Monster immer sagt. Black Market! Wieder derselbe animierte Aufkleber. Ja, also ich muss sagen, ich finde den Aufkleber aber wirklich halt extrem geil, also schaut euch einfach mal an. Der hier so, ey, das sieht so geil aus. Sieht aus wie so eine Schlangenhaut einfach. Boah, ich finde auch die Pokale, die ziehen sich so. Black Market wieder back to back. Glowfry wieder hier dieser animierte Aufkleber. Hä, kann man irgendwie nur die beiden animierten Aufkleber daraus ziehen? Das kommt mir irgendwie so langsam so vor, weil irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hätten wir doch eigentlich jetzt schon mal was anderes ziehen müssen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die beiden Black Market Items vorher noch nie gesehen. Exotisch Reef RB. Exotische Räder. Finde ich eigentlich ganz cool. Und im Port, let's go. Ich habe diese beiden Schwarzmarkt-Items, die wir bisher gezogen haben, wirklich noch nie gesehen. Also noch nie vorher. So, ich habe keine Ahnung, wo die herkommen, ob die neu sind. Punktenmatrix darf in keinem Opening fehlen. Ja, also könnt ihr mal gerne reinschreiben, wenn ihr da irgendwas wisst. Wieder Black Market! Oh mein Gott, nice, eine Goal Explosion. Und dieses Mal etwas anderes, also man kann scheinbar doch andere Black Markets ziehen. Also so eine Goal Explosion ist schon ziemlich cool, wieder ein Import-Item.
Oh, ich habe ja immer noch die Hoffnung, eines Tages den Titanium White Fennec oder Titanium White Octane zu ziehen. Aber ganz ehrlich, bald gebe ich die Hoffnung auf. Ich habe ja locker jetzt schon insgesamt in der ganzen Zeit so viele Drops geöffnet und wieder exotisch, aber da kommt einfach nur Kaka raus. Hikari P5, irgendwer hat mir da auch, glaube ich, mal reingeschrieben, dass die ein bisschen was wert sind. Ja, ich muss vielleicht auch mal ein bisschen mehr traden. Also, wenn ihr mal ein paar Trading-Videos haben wollt, lasst es mich auch gerne wissen. Hyro-Räder, auch nicht schlecht. Ja, ist cool. Wenigstens ziehen wir hier nicht nur Bullshit. Ja, wir ziehen schon sehr, sehr viel Import. Und jetzt bekommen wir den Sentinel einfach nicht in Pink, sondern dieses Mal in Orange. Ich finde es schon ziemlich, ziemlich cool, dass ich hier heute mal ein bisschen mehr Glück habe und einfach nicht nur irgendwelche sehr seltenen oder seltenen Items ziehe, so, weil das hatten wir ja auch schon oftmals in Openings. Ja, dass da wirklich nur Bullshit rauskommt. Oh, das ist wild. Okay, Kana als animierter Aufkleber in Schwarz ist schon sehr, sehr geil. Generell alles, was irgendwie schwarz oder titanweiß ist. Oh mein Gott, zersplittert. Das ist doch auch eine Baba-mäßige Goal-Explosion. Alter, wie geil, oder? Die sieht schon sehr krass aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnt ihr diese Goal-Explosion den ganzen Tag angucken. Und nochmal, gibt mir das Gefühl. Ja, geil. So kann es auf jeden Fall weitergehen, ja? Und wieder Black Market, Polyboom in Lila. Es ist so geisteskrank. Es ist so geisteskrank. Wir ziehen es sogar painted, Freunde. Das ist wirklich gestört. Das ist geil, Mann. Fett, richtig fett. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Ich würde sagen, den nächsten Drop öffnen wir mit meiner goldenen Nase und wir bekommen ein Black Market! Wieder zersplittert. Das ist doch nicht wahr. Wir haben wieder zersplittert gezogen. Okay, wir haben jetzt so die Hälfte der Drops einfach geöffnet und wir ziehen Back-to-Back Black Market. Lösungsmittel auch. Oh, so ein geiler animierter Aufkleber. Ich finde den so nice. Der sieht doch wirklich schick aus, oder? Komm, wirklich, schreibt in die Kommentare, wie schick dieser Aufkleber ist. Naja, auf jeden Fall haben wir die Hälfte der Drops rum und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden bisher. Ja, also hier nochmal Kana gezogen, denn es gibt auch bestimmt einige unter euch, die haben bisher wirklich nur Scheiße gezogen, aber ihr seht, es kann sich wirklich lohnen. Tun, Goal Explosion, einfach auch nochmal hinterher. Es kann sich wirklich lohnen, auch mal mehr zu kaufen, mehr goldene Pokale zu kaufen. Ja, Frost, die nächste Schwarzmarkt-Goal-Explosion. Das ist so geil heute. Ich glaube, so viele Black Markets hatte ich noch nie. Beziehungsweise doch so Hyro, Titan-Weiß. Oh, es hört nicht auf, ich sag's euch. Beziehungsweise doch so viele Black Markets hatte ich zwar schon mal. Arbergen, Samurai, Karosserie. Sieht auch wild aus, ne? Ich glaube, so viele abwechslungsreiche Black Markets hatte ich noch nie. Also, weil da ist ja wirklich Sentinel nochmal normal gezogen. Wir ziehen auch heute so viele neue Autos. Das ist doch auch nicht normal, oder? Black Market, Partyzelt! Nee, Partyzeit, nicht Partyzelt. Die letzten 16 goldenen Drops. Und Wurfstern nochmal als Raketenspur. Sieht auch ganz cool aus. Also ich bin mir sicher, hier wird auf jeden Fall nochmal ein Black Market kommen. Die hatten wir schon. Aber es macht immer so viel Spaß, Openings aufzunehmen. Ganz ehrlich. Ey, es ist so cool. Ja, wir haben auch irgendwie mehr Black Markets gezogen als seltene Sachen. Das ist halt auch irgendwie sehr nicht normal, würde ich mal so sagen. Schon wieder Black Market. Wieder Polyboom. Ja, ich habe keine Worte mehr. Wie kann man so viel Black Market ziehen? Die letzten 12 goldenen Trophäen. Ein Import. Komm, gönn jetzt Titanweiß. Wir ziehen zum dritten Mal oder vierten Mal diese Karosserie. Das kann doch nicht sein. Ey, hier muss man jetzt ein Titanium White Octane reinschallern. In den Bums hier. Oh, wir ziehen auch nochmal eine orangene Spur. Das ist so ein EKG. Ja, halt von so einem Herz, von so einer Herzfrequenz. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Sieht irgendwie ganz lustig aus. Bitte lieber Rocket League God, Black Market Lösungsmittel. Es läuft gut. Es läuft sehr, sehr gut. Wieder back to back. Rosted Schwarz. Oh mein Gott, das ist actually nice. Das ist actually richtig, richtig nice. Denn normalerweise zieht man eigentlich hier viel Black Market, aber halt meistens normally. Und jetzt mal Painted zu ziehen, ist schon sehr, sehr geil. Also wenn jetzt nochmal Black Market kommt, dann haben wir dreimal, okay, schade, das wäre auch zu krass, dreimal hintereinander Black Market ist dann ein bisschen too much, ja. Aber ansonsten, ich bin schon echt sehr, sehr zufrieden, ey. Ganz ehrlich, was hier bisher rausgekommen ist, ist ja
Geisteskrank. Oh, eloxiert, finde ich auch. Sieht so nice aus. Das muss ich mir unbedingt mal aufs Auto packen. Generell, ich arbeite einfach bei meinen Auto-Presets zu wenig in meinen Augen mit den Lackierungen. Ja, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Equalizer hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ja, ich hätte auch Bock mal wieder so eine Serie zu machen, wo ihr mir eure Autodesigns zuschicken könnt. Wir ziehen Sensio. Oh, nee, okay, ist nur ein Aufkleber. Scheiße, ich bin lost. Ich dachte, das wäre jetzt ein titanweißes Auto. Aber vielleicht kommt es ja jetzt. Fennec. Oh, Kyrios in Lila. Ja, schade. Leider nichts bekommen. Und Oshi-Spieler-Banner, ja. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Black Market. Zersplittert nochmal. Okay, hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ich glaube, es ist jetzt das dritte Mal. Wir ziehen jetzt die allerletzte goldene Trophäe. Und ich bin gespannt, was wir rausbekommen. 3, 2, 1, let's go. Und nochmal ein Black Market und es ist nochmal Back-to-Back zersplittert, ja. An der Stelle war das ein extrem geisteskrankes Opening. Wir haben unfassbar viele krasse Items gezogen, ultra viel Black Market oder auch exotisch. Und ich weiß auch nicht, woher ich dieses Glück habe. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr aus euren goldenen Pokalen gezogen habt. Und eventuell kauft ihr euch ja sogar mehr goldene Pokale bei Rocket League Exchange. Denn ihr habt gesehen, wenn man sich so einfach 50 Stück mal kauft, dann kann da wirklich krasser Scheiß rauskommen. Lasst einen fetten Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Ich bin an der Stelle raus. Euer Bereepers, GBO. Ciao, ciao.